Ja, noch lange nicht. Solange ich hier bin, kommen die nirgendwo rein. Obwohl, doch, drin sind sie schon, aber egal. Ja, ich glaube, damit hat keiner von uns gerechnet, dass es hier so abgeht. So, da unten. Ich kann nichts mehr sehen. Boah, ja, mich auch fast. Pam, voll in den Brustkorb, das hilft. Wir müssen Saub zum Heli bringen. So, ich nehme mal eine schöne deutsche Waffe hier, die G36. Wird schon gehen. Oh. Und schauen wir doch mal, links oder rechts, links oder rechts, links oder rechts, links oder rechts. Erstmal durch. Haha, wie wär's damit? Wow. Tja, da hat uns Makarov aber gut aufgespürt, der Kollege hier. Wow. Die wollte ich nicht gerne haben. Gut so. Oh, auch schön. Ach, aber leer. Tja, das sieht auch gut aus. Hey, wo ist sie? Da ist sie. Na und? Aber auf die Wichser, die auf die Zivilisten schießen, werde ich wohl angreifen, oder? Oh, der gehört zu uns. Entschuldigung. Wow. Okay. Ey, zum Glück haben wir noch Leute, die zu uns halten. Doch gerne selbst überleben, Kollege. Oh, oh, das sieht nicht gut aus. Nein, ich komme nicht weg. Ah. Aber die Waffe hätte eh keine Munition mehr gehabt. Das heißt, ich wäre sowieso dem Untergang geweiht gewesen. Gut, hätte jetzt nicht so enden müssen, aber... Ja, wir machen euch fertig, Kollegen. Ja, wenn ich könnte, wenn ich könnte. Was war das denn? Okay, weiter geht's. Ab durch die Gasse hier. Ruhe. Leute, ich habe eine schöne Waffe. Da würde ich mich nicht mit mir anlegen. Okay, ihr lädt euch doch mit mir an, ist in Ordnung, ja. Ja, ganz ruhig, ja. Ich habe ja nicht gesagt, dass ihr scheiße seid. Ganz ruhig. Ach, wenn man im Krieg doch nur verhandeln könnte. Also, so richtig verhandeln könnte, ohne Waffen. Ach komm, das ist doch jetzt blöd hier. Bin zu blöd. Ja, jetzt kommt ihr wieder an, natürlich, klar, ja, ich kenne euch doch schon. So, Granate für die da. Was war du da oben? Hast du erstmal einen abgekriegt.
Entschuldigung. Wow. Nein, 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 nein. Dann kommen sie aus dem Nichts. Ich würde die Zitate lieber immer ein bisschen länger lesen können, wie es jetzt gerade wieder von Albert Einstein irgendwas mit dem Dritten Weltkrieg, aber ich kann es immer nicht durchlesen, so ein Scheiß. Ja, ihr mich auch. So. Jetzt hört auf mich zu schießen, ihr Schweine! Ich hab doch gar nichts getan. Mach dich weg. So, mach dich auch weg. Oh! Haltet eure Granaten, ihr Wichser. Was kommt, hä? Wollt ihr noch mehr? Ihr wollt noch mehr? Gut, dann kommt doch an. Dann kriegt ihr noch mehr. Oh, ich krieg auch genug. Oh, schon wieder. Spiel gespeichert, finde ich gut. Ja, hier kann ja immer wieder viel passieren, leider. So, das reicht mir. Gebäude! Ah! Bin doch schon da! Sorry, Leute. Okay. Da haben wir aber ganz schön was über sich zu oft gebracht. Lost your side prize. Oh. Oh, guck mal an. Unbemannte Fahrzeugdrohne. 2 cm dicke Panzerung. Boah. Die Steuerung ist auf Russisch. Dein Job, Yuri. Na klar. Ja, ja. Boah, da bin ich. Und tschüss. Was wollt ihr, hä? Schönes Ding, schönes Ding. So macht das doch wieder Spaß hier. Aber ich glaube, euch ist auch klar, dass sobald. Ja, ich bin noch dabei hier. Ich bin noch dabei. Hier überlebt doch eh nichts. Schon weg. Schon weg und schon weg. Guck mal, ich das so gern. Ey, Moment mal. So ja nicht, meine Freunde, so ja nicht. Mach ich.
Dafür bin ich doch da, oder nicht? Ja, ein paar kleine Explosionen hier. Ja, haha. So schön ist das hier. So schön und nicht anders. So, du kommst da weg erstmal. Und der Rest kommt dann auch noch weg. Auto explodieren lassen und alles andere geht hier auch in die Luft. Okay, ja, es geht ja gut. Also geht mir aber der Empfang aus. Was? Oh. Scheiß Drohne. Ja, genau. Oh, oh, oh. Jetzt muss ich oder was? Oh, shit. Ich hasse Drohnen. Jedenfalls, wenn sie nicht auf meiner Seite sind. Oh. Natürlich. Fick dich, Drohne. Fick dich. Oh, oh, wo fliegen wir denn runter? Oh. Ich glaube, wir gehen gleich mal schwimmen. Whee! Oh, 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 Wasser! Oh, oh, oh. Also, ich kann hier gerade nicht lenken. Könnt ihr das? Ich kann's nicht. Oh, shit. Oh, da können wir uns aber festhalten. Sehr schön. Boah, Frischluft. Boah. Wattenkrampf. Kampf war's auch. Da ist er, da ist Juri. Gut, wir brauchen ihn. Wir schnappen uns mal Chaos. Wer zum Teufel ist denn Juri? Ah, Soap ist auch wieder da. Sehr schön. Juri hat dir gerade den Arsch gerettet. Soap. Das heißt, im Krieg sei die Wahrheit immer das erste Opfer. Aber wer definiert, was wahr ist? Auf der Maschine sind Präsident Wojcicki und seine Tochter. Er fliegt nach Hamburg, um mit NATO-Delegierten einen Friedensvertrag zu unterzeichnen. Wahrheit ist eine Frage der Perspektive. Doch viele Russen geben immer noch Amerika die Schuld für das Flughafenmassaker. Es ist die Pflicht jedes Soldaten, die Unschuldigen zu beschützen, auch wenn das bedeutet, die Lüge von Gut und Böse aufrechtzuerhalten. Dass Krieg nicht einfach nur natürliche Selektion in großem Maßstab ist. Doch wie es aussieht, könnte endlich wieder Frieden auf der Welt herrschen. Die einzige Wahrheit ist, dass wir in einem riesigen Pulverfass leben. Es braucht nur jemanden, der das Streichholz entzündet. Andrei Harkov. Okay. Wir sind also ein bisschen zur Verteidigung da. So kommt mir das jetzt gerade wieder vor. Für den Präsidenten von Russland, der ja dafür sorgen will, dass mal wieder Frieden herrscht. Turbulenzen. Russischer Flugsicherheitsagent. Oh, wo verschwinden die denn hin? Ja. Okay, wir passen also auch auf. Gut so. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Frieden oder Krieg. Leben oder Tod. Und zum Wohle unserer Kinder brauchen wir Frieden. Herr Präsident, jetzt ist nie der Zeitpunkt für Zugeständnisse. Wir vernichten unsere Feinde, wenn wir sie zu Freunden machen. Auch mit unseren Differenzen. Das sind Schüsse. Oh, oh.